Hallo, ich bin der Robin Hase. Ich spiele heute das Semifinale in Kitzbühel und wir fahren jetzt vom Schloss Munichau zum Club. In Kitzbühel, naja, das erste Mal, dass ich hier bin. In Österreich bin ich jetzt also in Wien schon gewesen, habe das Turnier auch gespielt. Sonst eigentlich fast nicht, aber das bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Nicht nur, weil ich natürlich im Halbfinale stehe, aber auch einfach, weil ich die Natur ist wunderschön, das Wetter ist zum Glück bis jetzt gut gewesen und also ich freue mich sehr, hier zu sein. Also bis jetzt noch gar nichts. Ich bin froh, dass ich im Halbfinale stehe. Es ist das zweite Mal jetzt in meiner Karriere und ich hoffe natürlich, dass ich dann auch zum ersten Mal jetzt ins Finale kommen kann. Mein Gegner ist für mich eigentlich nur ein bisschen unbekannt. Ich habe ihn gestern spielen sehen, ein paar Spiele. Ich weiß also, was er gut kann, was er nicht so gut kann. Aber ich bin ein ganz anderer Spieler als gegen die Jungs, die er gespielt hat hier. Und ich hoffe, dass ich also mein bestes Spiel spielen kann und dann habe ich gute Hoffnung, dass ich gewinne. Frühstück ist dasselbe Frühstück eigentlich wie in den letzten paar Tagen. Das ist Brot mit Marmelade oder Schinken und ein Ei. Und ich trinke keinen Kaffee, also einen Tee für mich morgen. Rituale habe ich nicht so sehr. Ich habe ja, natürlich ein Warming-up, den ich vor dem Match mache oder letztendlich dieselbe Zeit das Frühstück. Aber das ist halt, weil die Matches auch später am Tag sind. Deswegen hat man schon ein paar Rituale, aber das kann jede Woche anders sein. Und ich habe nicht so Rituale, wie zum Beispiel Nadal hat mit der Flasche auf dem Platz, dass die auf einem bestimmten Platz stehen müssen. Egal, wo wir hinfahren, wir sehen holländische Kennzeichen und sind echt unglaublich viel. Oh, da war jetzt eine Kurve. ich hoffe, dass heute auch viele kommen. Ich habe sogar gehört, dass das Turnier gestern bei den verschiedenen Campingplätzen rumgefahren sind, um holländische Fans einzuladen. Ich bin der Robin Hase. Wir fahren gerade vom Schloss Munichau zum Tennisclub. Ich bereite mich hier jetzt gleich vor für mein Semifinal-Match gegen den Brasilianer Souza. Ich hoffe, dass ich gewinnen kann. Das Wetter ist bis jetzt noch gut. Also wäre schön, dass es so bleibt und hoffentlich kommen auch genug holländische Fans, um mich anzumutigen und dann hoffe ich auf ein gutes Match heute.